Es sind auch die persönlichen Gespräche, die in diesen Tagen im NATO-Russland-Konflikt zählen. Kaum ist Bundeskanzler Scholz von seinem Antrittsbesuch aus den USA zurück, empfängt er am Abend die Präsidenten Frankreichs und Polens, Macron und Duda. Gemeinsam wolle man sich für eine Entspannung der Lage an der ukrainischen Grenze einsetzen. Wir müssen zeigen, dass wir mit einer Stimme sprechen, eine Gemeinschaft sind, dass unser Wille nicht gebrochen werden kann. Wir müssen auch zeigen, dass wir keinen Schritt zurück machen. Wir werden niemanden im Stich lassen. Frieden und Stabilität des europäischen Kontinents sind unser größter Schatz und unsere Pflicht ist, alles zu tun, um ihn zu bewahren. Das Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks sei historisch, so Scholz. Zum ersten Mal seit 11 Jahren treffe man sich in diesem Kreis wieder. Wir wollen für eine Deeskalation der äußerst angespannten Lage sorgen. Wir brauchen Verhandlungen und eine Lösung. Aber wie könnte man Russland zum Einlenken bewegen? Wir müssen versuchen, Sanktionen in Aussicht zu stellen, die geeignet sind, die massiven Einnahmen zu gefährden, auf die die russische Führung angewiesen ist, um ständig ihre eigene Machtbasis zu erhalten. Und wenn man hier über gezielte Maßnahmen im Finanzbereich, beim Import bestimmter Produkte, im Bereich gegebenenfalls auch der Energiebeziehungen nachdenkt, dann kann das dazu führen, dass die russische Führung umdenkt. Schon morgen soll es in Berlin weitere diplomatische Gespräche geben. Im sogenannten Normandie-Format sprechen Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland auf Arbeitsebene miteinander. Ja, und über den Konflikt in der Ukraine spreche ich jetzt mit Dr. Christian Mölling, Forschungsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag, Herr Mölling. Guten Morgen. Es sind ja die Tage, will man so sagen, der Diplomatie. Mit vereinten Kräften wird versucht, einen Krieg in Europa zu verhindern. Macht Deutschland dabei genug Druck auf Russland, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, Deutschland hat in den letzten Wochen eine Aufholjagd begonnen auf der diplomatischen Ebene und gleichzeitig gelernt, was es bedeutet, eine internationale Krise zu managen. Ich glaube, mittlerweile sind wir nach diesem Spurt tatsächlich auf der gleichen Höhe wie unsere Partner in Europa. Also das hat auch, glaube ich, das Treffen gestern gezeigt mit Frankreich und Polen. Deutschland, Frankreich und Polen sind ja drei sehr unterschiedliche Staaten mit Blick auf ihre Interessen. Dass diese jetzt Einigkeit demonstrieren, ist ein wichtiges Zeichen, sowohl in Richtung Russland als auch in Richtung Washington und den Rest von Europa. Ist das NATO-Bündnis durch das aggressive Auftreten Russlands enger zusammengerückt? Das NATO-Bündnis hat frühzeitig die Situation schon im November kommen sehen, wie viele andere auch. Aber es gibt immer politisch andere Interessen. Ich glaube, dass das Anziehen der Krise, das wir in den letzten Wochen erlebt haben, dazu geführt hat, dass tatsächlich auf der politischen Ebene in den Hauptstädten ein Sinneswandel stattgefunden hat, sowohl in Berlin als auch in Paris. Da ist man eingeschwenkt und hat gesehen, das ist wirklich eine ernste Krise. Man kann nicht mehr Business as usual machen. Von daher, erst wenn die Hauptstädte zustimmen, kann die NATO tatsächlich einig sein. Und diese Einigkeit ist das größte Gut. Das hat Berlin mittlerweile erkannt und, glaube ich, hat es geschafft, auch die Reihen innerhalb der Koalition zu schließen. Ist denn das Handeln von Putin ein strategisches Geduldsspiel oder wie würden Sie sein Handeln beschreiben? Ich würde es nicht als strategisch bezeichnen, wenn man strategisch vor allen Dingen als langfristiges Handeln ansieht. Ich glaube, was man sehen kann, ist, dass Moskau enorm gut darin ist, kurzfristige Chancen zu erkennen und sie zu nutzen. Wobei man sagen muss, diese Chance, die Putin jetzt nutzt, die war lange angekündigt. Mit einer neuen Bundesregierung, mit Frankreich im Wahlkampf, mit den Winterbedingungen, alles etwas, wo die Konstellation günstig gewesen ist, tatsächlich jetzt den nächsten Schritt zu machen und zu schauen, wie die Europäer darauf reagieren. Es konnte eigentlich nichts schiefgehen. Putin hat jetzt schon einen Teilerfolg erzielt. Ich glaube, die wichtigste Frage ist, wie schafft man es jetzt, dass er trotzdem noch gesichtswahren aus der Situation herauskommt, ohne dass die Europäer die roten Linien, die sie selber gezogen haben, tatsächlich übertreten müssen. Wie könnte er denn gesichtswahrend aus der Situation rauskommen? Wenn ich die Antwort hätte, dann würde ich die wahrscheinlich schon längst aufgeschrieben haben und überall breitgetreten haben. Das ist total schwer, weil natürlich der andere Teil des Spieles ist, in gewisser Art und Weise Ambiguität darüber zu lassen, was die Interessen sind. Gleichzeitig kennen wir einen Teil der Interessen tatsächlich nicht, weil wir nicht wissen, welche Menschen im Hintergrund in Moskau und im Kreml tatsächlich sich zufriedenstellen lassen. Womit Putin als Alleinherrscher zu zeichnen, ist, glaube ich, das falsche Bild. Es gibt ja Menschen, die ihn stützen und
diese Interessen muss er zu einem gewissen Teil befriedigen. Klar ist aber, dass das, was als Sicherheitsinteresse immer wieder in den Raum gestellt wird, tatsächlich etwas ist, was Russland und Putin seit Mitte der 2000er Jahre umtreibt. Also die Frage, wie er eigentlich seinen Einfluss Richtung Westeuropa sichern kann. Und das ist natürlich etwas, und da kommen wir an den Kern der Problematik, das ist mit den Vereinbarungen, die zwischen allen Staaten in Europa inklusive Russland nach dem Ende des Kalten Krieges getroffen worden sind, einfach nicht vereinbar. Also solche Einflusssphären zu haben, wo ein großer Staat bestimmt, was viele kleine andere Staaten in seiner Nachbarschaft machen. Aus Sicht der Ukraine baut Putin ja eine mächtige Drohkulisse auf. Jetzt hat aber Putin auch gesagt, nach dem Manöver in Belarus würde er seine Truppen abziehen. Wie glaubhaft ist das denn? Also ich glaube, die nicht besprochene Krise, weil wir alle über die Ukraine reden, ist tatsächlich Belarus. Ich glaube, es ist nicht wahrscheinlich, dass Russland seine Truppen aus Belarus zurückzieht. Wir sehen seit Jahren den Versuch, Belarus tatsächlich in das russische Territorium zu integrieren. Das heißt, das ist jetzt quasi als Kollateralschaden eigentlich schon passiert. Belarus können wir, glaube ich, als souveränen Staat abschreiben. Es wird ein Ende der Militäraktivitäten geben, einfach weil sie, wenn sie ein System so hochfahren müssen, sie irgendwann wieder in eine Ruhephase zurückkehren, sonst überdehnen sie die Streitkräfte. Aber politisch ist Belarus der Kollateralschaden der Ukraine-Krise. Und für wie groß halten Sie die Gefahr, dass Russland eine permanente Drohkulisse bleibt? Ich glaube nicht, dass es eine permanente Drohkulisse bleibt, im Sinne von, da stehen immer 100.000 Soldaten. Ich glaube, was Moskau gelernt hat, ist, dass es hilfreich sein kann und nützlich sein kann, immer mal wieder diese Drohkulisse anzuschmeißen. Ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen. Und das ist die Herausforderung für die deutsche Politik, aus dem Sprint der letzten Wochen tatsächlich in den Marathon reinzukommen und zu verstehen, es geht nicht um Krieg und Frieden, sondern es geht um einen Konflikt, der permanent ausgeführt wird, der mal die Intensität wechselt und die Art und Weise wechselt, nämlich mal militärisch, mal über Cyberangriffe. Aber eine Rückkehr in einen Friedensstatus ist illusorisch. Wir werden diesen Konflikt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich austragen müssen. Und das ist schwer erträglich für eine deutsche Politik, die gerne das Wort des Friedens im Munde führt. Vielen Dank für diese Einschätzung. Danke für das Gespräch, Dr. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sehr gerne.